Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Advanced Warfare. Wir ziehen mal schnell diesen Exo-Anzug an, sind immer noch in Griechenland und suchen Hades, den Anführer der KVA und den Gott der griechischen Unterwelt. Prophet, Wasp ist startklar. Alpha in Position. Bereit. Verstanden. Bereit machen für Wasp. Nimm die Drohne, Mitchell. Ich belausche Hades Treffen. Na, dann wollen wir mal. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Hier im schönen Santorin in Griechenland hat sich der Terroranführer versteckt. Wasp in der Luft. 200 Meter bis zum Ziel. Konferenzraum ranzoomen. Da ist Hades. Schade, dass wir ihn nicht gleich umnieten können. Warte, Ilona. Erst die Infos beschaffen. Alphas Truck nähert sich dem Tor. Alpha, warte da. Die Wasp gibt den Startschuss. Lass die Wachen rankommen und dann erledige sie. Hey, du! Du kannst hier nicht parken. Mach schnell. Ist es nicht die Frage? War sowieso ein langweiliges Gespräch. Na, dann macht's mal gut. Alpha ist startklar. Mitchell, ich gebe die Ziele vor. Knall die zwei Wachposten ab. Im Parthenos. Welche zwei Wachposten sind jetzt gemeint, wenn ich die da unten abschieße? Werden die anderen noch aufmerksam, oder? Dabei wachen zwei den hier platt. Mitchell. Mach sie kalt. Nummer eins. Alpha, rein da. Sehr schön. Alpha, warte. Da ist einer an dir dran. Hab ihn. Nein. Ja, Sir. Nicht schlecht, Herr Specht. Und da oben ist Hades. Scheiße. Gideon hat Probleme. Er hatte Probleme. Elender Bastard. Gesichert. Alpha, weiter jetzt. Mitchell, zwei ausschalten. Alpha räumt auf. Wahrscheinlich die hier, oder? Die hier unten? Sieht gut aus. Können wir vielleicht zwei auf einen Streich? Yeah. Pool gesichert. Alpha unterwegs. Sehr souverän. Das lief doch blendend. Alpha in Position. Platziere Stummladung. Verstanden, Alpha. Mitchell, du musst die Glasfront des Atriums abdecken. Des Atriums. Was ist das Atrium? Mitchell, wahrscheinlich das hier? Bring die Wasp zur Glasfront des Gebäudes. Stummladung bereit. Die Ladung reicht nicht weit. Es muss schnell gehen. Okay, jetzt können wir die signalisieren, die Stummladung, und dann hören die nichts mehr, können keine Hilfe mehr rufen. Dann geht es auch richtig ab. Denke ich mal. Los geht's. Na, habt ihr schon Angst? Habt ihr schon Angst? Gleich kommt noch viel mehr Angst. Ja, den haben wir auch noch erwischt. Gar nicht mal so schlecht gelaufen hier bisher. Boah, so eine Drohne ist wirklich der Hammer. Das ist auf jeden Fall die Zukunft der Kriegsführung. Atrium gesichert. An alle Stationen. Achtung, Hades scheint mit dem Treffen zu beginnen. Roger, Prophet. Hau rein, Alpha. Es darf auf keinen Fall schief gehen. Verstanden. Knall die zwei oben an der Treppe ab. So, jetzt müssen wir logisch denken. Zack. Das muss schneller gehen. Die Tür muss frei sein, damit Alpha rein kann. Löse einen Fahrzeugalarm aus. Ach, das ist ja ziemlich geil. Kann ich hier einen Fahrzeugalarm mit den Dingern hier auslösen? Mitchell, einen Fahrzeugalarm. Ja, immer mit der Ruhe, Mann. Ist ja... So. Sehen wir mal nach. Die KVA geht hin. Mit der Wasp die drei auf dem Weg zum Wagen ausschalten. Hier ist nichts. Tu es, Mitchell. Treppe gesichert. Warte auf Wasp. Gesichert. Alpha rückt zum Angriffspunkt. Mitchell, Sicht auf das Treffen richten. Hades anvisieren. Alle Teams, bereit machen für Angriff. Ich habe die Tiefenschärfe übrigens mal was höher gestellt, deswegen wird es stellenweise mal unscharf. Sieht grafisch natürlich besser aus. Ich weiß nicht, ob ich spielerisch mag. Ich glaube, das werde ich wieder abschalten. Auf mein Zeichen warten. Ich habe sie immer in meiner Nähe. Sie schützt uns. Kontaktieren Sie ihn für eine weitere Zahlung. Ich gebe Ihnen 2 Tage. Das reicht. Was? Schießen! Schießen! Sie werden Hades getroffen! Alpha, Abschuss bestätigen!
Scanne Retina. Negativ. Das ist nicht Hades. Nicht Hades. Scheiße, eine Bombe! Raus hier! Raus hier! Alter Schwede. Oh no. Das war ein Fake, ein Double, ein Doppel. Das Double hat eine Bombe getragen. Haben einen verloren. Wiederhole, einen verloren. Ich hab die Frequenz des Zünders. Verfolge sie zur Quelle zurück. Achtung, KVA greift an. Boss, okay, schnapp ich mir erstmal den hier. Hey du. Den haben wir auch erwischt. Mann, das sind aber ganz schön viele gerade. Da müssen wir wirklich jetzt Unterstützung leisten. Scharfschützenmäßige Unterstützung am besten. Scharfer Schütze! Na los, Mitchell! Ich suche noch die Quelle! Wieder Unmengen an Feinden! Boah, der ist gut entkommen gerade. Aber hier muss ich Gideon helfen. Unserem alten Freund Gideon. Und jetzt erstmal den hier ausschellen. Yeah, den konnte ich erwischen, tatsächlich. Der echte Hades ist nicht weit, Gideon! Wir müssen ihn kriegen! Er ist noch in der Nähe. Aber wo ist er? Wo ist der echte Hades? Er treibt sich auch in Griechenland rum. So, wo haben wir jetzt noch mehr? Da vorne scheinbar. Das sind noch mehr Feinde. Alle Teams. Truck verlässt das südliche Parkhaus. Es ist Hades. Hades ist unterwegs. Scheiße. Die KVA hat unerwartet. Oh nein. Die gute Drohne, die gute Bedrohung ist weg. Dahin. Alpha, kommen. Alle Teams, verfolgt Hades. Verfolgt Hades. Habe Sichtkontakt verloren. Gideon. Gideon, wenn du mich hörst. Folg Hades. Scheiße. Nichts wie weg hier. Hinterher. Mitchell, die Treppe runter und hinten raus. Wir müssen Hades abfangen. Bravo. Die KVA hat die Position eingekreist. Shit. Das ist ihr nettes Willkommenskomitee hier. Oh nein, oh nein, oh nein. Ilona, lass mich nicht alleine. Sag ich dir. Da oben. Feuer! Feuer! Wir haben hier einen Verlust! Da ist Ilona. Ich renn mal lieber wieder runter zu der Guten. Bleib dran, zu zweit sind wir definitiv effizienter. Und nachladen. Hier lang! Komm, wir nehmen den Weg durch die Gassen! Gib Gas, gib Gas! Meine Liebe, was haben wir als Alternativwaffe nochmal? Die Kleine hier, stimmt ja. Ist jetzt nicht unbedingt der Super-Shit. Bravo, KVA nähert sich. Zivilisten in Gefahr. Geht rein und bleibt da! Einer erwischt! Boah! Du Schwein, hat er die einfach umgesenzt. Gnadenlos. Da ist ja noch einer. Ich habe mich gar nicht ausgemacht. Der lebt noch. Der lebt immer noch. Okay, ich sollte vielleicht mal die Waffe gegen eine große Wumme wechseln. Ach, scheiße. Da sind noch mehr und ich mach sie kaum aus. Nehmen wir mal hier eine. Sehr schön. Der unterscheidet auch direkt zwischen Feinden und Zivilisten. Das sind aber viele hier in der Umgebung zufälligerweise. Na gut, der Boss ist ja auch da, der gute Hades. Der richtige Gott des Todes heißt ja eigentlich Thanatos, wenn ich mich recht erinnere. Weil das ja viele bemängelt haben, weil ich ja mal aus Versehen gesagt habe, Hades wäre der Gott des Todes. Aber natürlich ist dem nicht so. Uiuiui, jetzt fliegen uns hier die Granätchen um die Ohren. Ich mache jetzt mal gerade die Formel leer hier. Ist nämlich auch nicht so schlecht gewesen. Und dann tausche ich die mal aus gegen die nächstbeste, die mir gerade in die Hände fällt. So, hier, komm, zack. Liebe Freunde, da bin ich. Mal gucken, was wir hier Schönes haben. Oh, nice. Aber in dem Fall völlig unnötig. Deswegen sollten wir die vielleicht hier mit der, ja. Nehmen wir die hier, komm. KVA kommt! Ja, dann kommt mal her, ihr Schweinepriester. Ich nehme euch auseinander, ihr Drecksäcke. Oh, ich zieh mich mal kurz zurück und lade nach mit einem coolen Jump. Zack, zack. Zack, zack. Da oben. Ich wusste doch, ich hab dich irgendwo schon mal gesehen. Arschschuss. Oh, der ist gerade nochmal so entkommen. Der lebt, glaube ich, noch irgendwie, oder? Warum leuchtet der? Ja, genau. Der war nur verletzt auf dem Boden. Erledigt. Heieieiei. Freunde, erste Schussfenster. Ilona, vor allem wie so eine Heldin. Vorsicht, Ilona! Ich hatte doch mal eine Talkshow früher. So. Oh. Heiliger mit dem Bambino. Nochmal eins und zwei, aber Nummer eins lebt noch. Das finde ich gar nicht cool.
Wie der da rumgestrampelt ist gerade. Boah, du bist ja wohl lebensmüde, du Vogel da hinten. Ah, die verfliegt das gute Stück. Nochmal nachladen eben. 40 Schuss gehen rein in dieses Magazin. Heiliger Bimmer, da schießt der Hammer. Auch wenn manchmal zwischendurch nur geballert wird, aber die Story ist halt schon extrem geil umgesetzt, finde ich. Wenn da Supermacht, die probiert sich so ein bisschen als die Supermacht aufzuspielen. Den hab ich, den Kerl. Boah, das ist aber eine Überraschung gewesen. Ach du, hier auch? Ja. Guck mal, nimm das, die Sau. Okay, Elona, sollen wir lieber die andere Seite nehmen? Wofür wärst du denn? Sag doch mal an. Was sagst du, Elona? Gar nichts? Sehr still heute, die Elona. Okay, sie sagt darüber. Alles klar. Dann wollen wir das mal machen. Schnappen wir uns aber erstmal die Wurme von dem guten Kerl. Ja, der hat irgendwas Schönes bestimmt dabei. An der Munition ist auch okay. Ja, kann ich mit leben. Oh, die schönen Orangen. Sie hätten verkauft werden können. Hi, du auch hier? Ah, ich wollte dem mal den Arsch perforieren mit ein paar Kugeln. Feindliche Verstärkungen! Alpha! Elenden! Alter! Wie ist die Lage? Boah! Hier wimmelt es von KVA-Einheiten. Kümmert ihr euch um Hades? Verstanden. Die Kerle hat die Elona im Griff. Ah, oh, Alter! Boah. Kontakt ist gut, die jagen hier gleich die ganze Hütte in die Luft. Was soll denn der Mist? Hallo? Ja, nehmt euch ein bisschen mit hier. Ja, einfach rein in die Suppe. Gottverdammt, meine Granate voll. Zack. Ach, schön in die Palme gesetzt, den Mist. Hat sich ja voll gelohnt. War ja richtig rentabel, würde ich beinahe sagen. Oh Mann, hier fliegen uns die Kugeln um die Ohren, Ilo. Das finde ich nicht gut. Überzeug dich doch mal, du kannst doch so gut reden. Wo rennst du hin? Okay, ich würde sagen, wir probieren's. Kleiner Run rüber zu dem schönen Tischchen. Und jetzt wird's eng. Wo sind sie alle? Da vorne. Erstmal die uns irgendwie erwischen können. Dazu gehört er hier auch, der Kerl. Der auch. Von links. Da am Laden sind die. So. Oioioioi, wir kriegen hier gut was ab. Probier's doch mal damit. Kontakt! 12 Uhr! Hui! Haben aber richtig hier gerade aufgeräumt. Sind aber plötzlich alle gelaufen. Ah, ihr auch hier drinnen seid ihr. Na dann sagt doch was. Mach ich hier gerade mal hier die Superzeitlupe. Gibt's ja mittlerweile auf jedem Handy. Eigentlich ziemlich geil, finde ich das. Raketen! Yeah! Wie laut ist es eigentlich? Sorry, wenn ich manchmal ein bisschen leiser bin. Das ist natürlich schwer, das zu verklinken mit diesen Kriegssounds. Weil die Kriegstöne halt immer lauter sind. Was ist das zur Hölle für Typen? Elona, geh in Deckung. Boah, gleich geht die Dings in die Luft. Boah. Das war ja mega geil. Da vorne sind noch welche. Boah, was halten die aus? Wahnsinn. Na gut, ich habe auch ein paar Mal die Wand erwischt, aber trotzdem. Werfe Granate! Wie cool das aussah jetzt in Superzeitlupe gerade. War ja mega. Das war ja echt mega geil. Ducken hier nicht möglich, aber ich bin auch schon am rumkraxeln hier. So, was haben wir jetzt? Können wir Waffe wechseln? Gerade mal, hier haben wir keine Muni mehr für. Nehmen wir die MK14 mit ACOG. Finde ich okay. Können wir mit leben. Okay, Freunde. Hi! Erstmal eine Warngranate. Markieren wir die Burschen erstmal. Okay. So viele sind das nicht. Das ist nur einer. Ja, dann guck um die Ecke. Dann kannst du was sehen. Ziel ausgeschaltet. Mitchell, oh, yeah. Mach die Tür auf. KVA-Verstärkung ist unterwegs. Dann fallen wir mal mit der Tür ins Haus, im wahrsten Sinne des Wortes. An alle Stationen. Hades-Konvoi ist unterwegs nach Süden. Kontakt beim Glockenturm auf! Ah! Doris, bitte wiederholen. Mann am Boden! Scharfschütze im Glockenturm! Scharfschütze im Glockenturm. Wollen wir mal die Glocken läuten, ne? Oh. Verdammt! Scharfschütze visiert uns an! Werfe Rauch! Heieiei. Los jetzt! Der Rauch verweht schnell! Elona, das ist keine gute Idee, was du machst hier gerade.
Was denn, wo willst du hin? Oh, fuck. Das ist doch lustig. Yeah. Oh, nicht schlecht. Boah, der ist immer noch hinter uns her. Ja, ich bin ja dabei, aber ich bin gerade... Scheiße, ist das hier offen? Willst du erst laufen oder erst schießen? Die Frage ist, ich würde gerne beides tun. Ich würde sagen, laufen wir. Alter. Der Typ ist... Keine Zeit mehr. Was hast du vor? Rennen wir. Ich nagle ihn fest. Lauf, Mitchell. Rennen wir. Ach, du Scheiße. Das ist der Wahnsinn. Das ist doch mega übel. Gib mir Feuerschutz. Okay, ich probiere es. Gib mein Bestes. Letzte Kugel. Ich habe einfach mal draufgeholzt. Mir nur den Arsch zu retten. Die ist jetzt hier. Aber das Ding ballert durch alles. Unten auf der Straße kriegt er uns nicht. Okay, das lass ich mir nicht zweimal sagen. Oh, no. KVA-Drohnen in Deckung. Oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe. Ah, das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Oh, was mache ich jetzt am besten? Ich habe eine Idee. Moment, ich habe eine Idee. Nein, ich muss die wechseln natürlich. Blend, EMP und... Nehmt das, ihr Säcke! Yeah! Haha! Yuppie! Das war doch schön, ne? Einmal kurz hier durchatmen. Habe ich auch ein Dings bekommen für. So, da sind nochmal noch welche. Die nehmen wir auch noch mit. Weiter zum Scharfschützen! Oh, alter Schwede, was hier abgeht, was hier los ist. Oi, da ist er ja wieder, unser Freund und Kollege. Ich bin dabei, Ilona. Direkt bei dir am Start. Oh, das war das Aquarium. Oh, nicht gut. Ja, du musst gar nicht nach mir umdrehen. Er ist getroffen. Verstanden, Bravo. Ruf einen Sanitäter. Finde Rivers. Er hat die Stinger. Scheiße. Wir brauchen die Stinger. Los. Oh Gott. Der Typ ist, mit dem ist nicht zu spaßen. Ilona, was soll ich tun? Sag doch mal. Finde die Stinger. Finde die Stinger. Im ersten Stock. Wir brauchen die Stinger. Ich gebe Deckung. Und ich renne einfach zur Hölle. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ob das Richtige ist, was ich hier gerade tue. Und da sind wieder jede Menge beschissene Drohnen. Wir müssen die irgendwie ausschalten. Hier, nimm das hier, Säcke. Und jetzt würde ich mich ganz gerne mal hinlegen. Einmal eine kleine Pause einlegen hier, um die Stinger zu nehmen. So, und jetzt ist dieser gottverdammte Drecksack dran. Für euch habe ich auch noch was. Ihr Verdammten. Hab ihn. Dieser Wichser. Bravo, Hades Konvoi ist 4 Minuten vom Ziel entfernt. Verstanden. Bravo unterwegs zum Ziel. Los geht's. Heieieiei. Schön, ne? Hilf mir mal, Mitchell. Ja, ich komme. Ey, jetzt einmal durchatmen, bitte, bitte. Ilona, nicht direkt weiter. Lass uns einmal kurz eine Atempause. Es gibt keine Atempause gerade. Es ist Wahnsinns-Action ohne Ende. Und dank dem Exo... Hades ist 2 Minuten entfernt. Verstanden. Schneide ihm den Weg ab. Wir müssen Hades bekommen. Da! Wir locken ihn in einen Hinterhalt. Bravo, Hades kommt. Verstanden. Mitchell, die Ladungen. In Deckung. Warte auf mein Zeichen. Adiosso. Na, das war aber eine Überraschung, oder, hier im Obsthändler? Bravo, nicht aufgeben. Wir müssen Hades erwischen. Der ist bestimmt hier irgendwo. Geilo Matrix. Wie viele sind denn hier noch, ne? Vorwärts. Wir müssen den Bereich sichern. Jetzt haben wir die Ratte im Bau. Jetzt haben wir die Ratte im Bau, sag ich. Die Ratte im Bau. Ratte im Bau. Okay, ich zieh mich trotzdem ein bisschen zurück, auch wenn wir die Ratte im Bau haben, ne? Also, jetzt kriegen wir den Schweinesack. Und dann werf du mal ein bisschen Granätchen, ich bombe jetzt einen weiter ein bisschen. Oh, vielleicht doch nicht. Hey, was machst du denn hier? Wolltest du dich an Ilona ranmachen, oder was? Scheinbar. So, ich übertreibe gar nicht, ne? Viele sagen mir, Sarazar, geh doch so einen Weg, wo du ganz easy hier mal umwaschst. Nee, nee, nee.
Ich mag das mit der Action. Und ich renne lieber darauf los und feuer sie alle um. Meistens klappt sich immer, aber öfter klappt es mal. Oh, jetzt ist geile Granate. Yeah, einmal kurz zurückziehen. Einmal Luft holen, so viel Zeit muss sein. Hades kann noch warten. Na, ihr kriegt's auch noch, Dicke. Bam! Noch mehr. Oh, den haben wir richtig mies erwischt. Sanitäter kommt nicht, der hat Mittagspause. Oder den haben wir schon. Erledigt. Gesichert, die Straßen sind frei. Prophet, wir rücken zu Hades vor. Roger, Achtung, mehr KVA auf dem Weg. Ich dachte eigentlich, der wäre schon in einem der Autos, aber nichts da. Mitchell, ich gebe Deckung. Da war doch gerade jemand Unsichtbares, habe ich das dumpfe Gefühl. So, nehmen wir kurz sie hier mit. Ja, eine Sekunde, einmal durchatmen. Mitchell. Ich mach das jetzt, den Job, keine Sorge, aber ein bisschen Ausrüstung. Eleonor, du kennst das Problem. Da ist er doch, der Hades, Mitchell, da ist er ja. Pass auf! Unser alter Freund. Oh no! Ilona! Mach den Schweinepriester platt! Na, der hat's auch drauf. Komm schon, Waffe nehmen. Mitchell, du alter Vogel. Oh no! In den falschen Arm und das ging durch die Kehle. Ruhe in Frieden, Hades. Der Anführer der KVA. Tot. Danke dafür. Okay, holen wir dich raus hier. Gerade bestätigt. Hades wurde getötet. Wiederhole. Hades wurde getötet. Er weiß es. Eins weiß es. Eins weiß es. Irons, der Anführer. Was weiß Irons? Das frage ich mich auch. Was weiß der Anführer von Atlas? Ja, und damit haben wir die Mission auch abgeschlossen. Menschenjagd, Hades ist tot. Seine letzten Worte geben Rätsel auf. Genau wie der Inhalt des Datenträgers, den er ihn vor seinem Ableben übergeben hat. Ja, haben wir auf jeden Fall ein paar Punkte gut gemacht. Da können wir mal wieder ein bisschen in Verbesserungen investieren. Und wir haben ja verschiedene Thesen in den Kommentaren aufgestellt. Ihr habt auch Thesen aufgestellt, dass natürlich Atlas auch davon profitiert hat, dass die KVA so stark wurde. Und dass da irgendwas im Spiel ist, damit sich unser guter Kevin Spacey alias Irons oder wie man es auch immer aussprechen will, ja, ein bisschen so als Staatsoberhaupt aller Staaten ohne Staat heraufzuspielen. Denn mittlerweile ist ja auch Atlas dadurch extrem mächtig geworden. Dadurch, dass die KVA so mächtig war. Verlängert Sprintdauer, Panzerung, Widerstand. Explosionsschaden reduzieren ist gar nicht verkehrt, das könnte mir ganz gut tun. Und ich glaube, meinen Rückstoß, den sollte ich auch noch reduzieren. Schnell zielen ist natürlich auch nicht verkehrt. Moment, das schaue ich mir gerade auch nochmal an. Schreckhaftigkeit. Steigert die Zielgeschwindigkeit um 50%. Komm, das nehme ich jetzt mal. Habe ich noch ordentlich ein paar Punkte investiert? Liebe Freunde, wie ist eure These? Was ist mit Atlas los? Ist es so gut, dass Hades jetzt tot war? Tot ist? Ja, und er war natürlich ein Bösewicht, ganz klar, ohne Frage. Das war's an dieser Stelle von Call of Duty Advanced Warfare, einem unglaublich geilen Game mit einer echt coolen Geschichte. Also ich muss sagen, ich kann den ganzen Hate nicht verstehen. Mir macht's richtig Spaß, ich find's einen richtig guten Titel. Und ich hoffe, ihr erfreut euch mindestens genauso viel an diesem Spiel. Ihr merkt schon, ich kann kaum reden heute. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Action so geballt jetzt gerade kam, dass sie mich voll aus den Socken gehauen hat. Ich mach jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode.